Hallo, heute haben wir einen goldigen Tag. Es geht in dieser Analyse heute um das Gold und heute ist Dienstag, der 2. März. Wir haben 17.15 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel, schön, dass Sie da sind. Vorhin liegt der Chart eine Kerze, eine Woche. Das ist der Downtrend, den wir haben von 2011. Nur Sie wissen, wo der herkommt, gehen wir ein bisschen näher ran. Wie gesagt, Wochenkerzen. Die Fibos komme ich gleich, die lassen wir mal außen vor. Auf Wochensicht hat der Freund das Gold sich durchaus noch eine Pause verdient, hat sich aber schon erheblich abgebaut. Ja, von dieser ganzen Bewegung hier, die wir hatten, doch schon deutlich abgebaut, ist im unteren Drittel der technischen, mathematisch-technischen Möglichkeiten. Hängt jetzt an diesem Trend. Hängt an der 10-Wochen-Linie. Also von daher gar nichts Wildes bisher. Der hat sogar durchaus die Berechtigung, hier zur 20-Wochen-Linie zu gehen. Wäre für mich ein bisschen tief, 12,42, aber komme ich gleich im Tag drauf. Und damit wir das besser sehen, machen wir das am besten gleich in den Tag mal rein. Das ist jetzt der Tag. Das ist nach wie vor dieser Trend, den wir haben vom 2011. Wir befinden uns sowohl in dem Unterstützungsbereich durch den Trend, das ist das erste, durch das untere Band, das ist bei 1.281, aber wir haben auch vom Chart hier und hier die nächsten Unterstützungen. Die tiefste, und die halte ich für sehr wichtig, ist bei 12,76. Die sollte bitte nicht per Schlusskurs 22 Uhr unterboten werden. Das wäre weniger schön, weil dann muss ich davon ausgehen, dass wir auch nochmal den Bereich um die 200-Tage-Linie sehen. Und siehe da, die liegt ähnlich wie die 200-Wochen-Linie, so ganz grob bei 1.250. Das liegt im Bereich des Möglichen. Auf Tagessicht hat es die Technik weiter abgebaut und ist noch negativ. Ich habe auch hier über den Oszillator noch kein Entlastungssignal. Ich kann sagen, der ist tief, aber das war es auch. Jetzt komme ich mal zu den Fibos. Und jetzt sehen Sie, dass von dieser ganzen Bewegung hier wir kurz davor sind, das 38,2er erneut zu sehen. Das hatten wir schon Anfang März, sind wir runter und dann nochmal hoch auf die 13,20. Jetzt mache ich mal das Fadenkreuz hier raus. Also insgesamt ist dieser Bereich hier zwischen 12,75 und 12,80 meines Erachtens nach eine ganz gute Unterstützung. Ob eine Unterstützung reicht, um als Trampolin, als Sprungbrett zu dienen für eine weiterführende Bewegung nach oben, das weiß ich momentan noch nicht, das ist noch nicht zu sehen. Ich habe nach wie vor einen größeren Widerstand bei Gold erst im Bereich 1.375 und ich bin insgesamt recht positiv. Nur, was ich in den letzten Wochen alles gelesen habe, Gold glänzt wieder, Gold erfährt ein Revival, Investoren gingen in Gold, COT-Berichte, was weiß ich alles. Ne? Also da war so viel Positives über Gold, das konnte ja gar nicht steigen. Ja? Ich frage mich nur, ob die ganzen Leute, die geschrieben haben, ob die auch Gold gekauft haben. Aber gut, das werden wir nie erfahren. Ist auch eher ein Spaß von mir. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Noch, also heute hier und jetzt eben an diesem 2., am Dienstag, dem 2. April, habe ich noch kein Kaufsignal, aber ich bereite mich vor. Und was ich gerne machen möchte, ist, es ist für mich überhaupt nicht einzusehen, mir hier unten irgendwo eine Option zu suchen. Ich mache heute noch was anderes. Und zwar empfehle ich den Schein mit dem höchsten Hebel, den ich, glaube ich, jemals in so einem Film empfohlen habe. Ich suche mir einen Schein zur Watchlist, zur Vorbereitung, der hier drunter liegt. Das ist die 12,75. Und ich habe mich für den hier entschieden, 12,71. Da sind wir also ein bisschen hier drunter, unterhalb des Trendes, unterhalb des 38ers, unterhalb des unteren Bandes und leicht unterhalb von diesem Chart-Support. Vier Punkte, die mir durchaus helfen sollten, dass der Wert eher steigt. Und nochmal, es gibt für mich keinen Grund, hier unten irgendwo was zu suchen. Das ist für den Fall, dass wir eine Stabilisierung erhalten. Diese Stabilisierung erhalten wir bei mir mit einem Schlusskurs 22 Uhr über der 1295. Dann gehe ich davon aus, dass sich der Oszillator auch nach oben dreht und sich das MACD ein wenig abbremst. Wie gesagt, Watchlist. Und der Schein, den ich jetzt hier empfehle, ist wahrscheinlich der mit dem höchsten Hebel, und zwar ein Hebel von 66. Da der ungefähr dreimal so hoch ist wie das, was ich normalerweise als Hebel empfehle, so um die 20, zwischen 15 und 20, nehme ich auch dann nur ein Drittel der Position. Aber erst dann, wenn wir wieder 12,95 sind. Vorher nicht. Aber wie gesagt, ein Drittel der Position, mehr nicht. Basis 1271, unlimitiert, ändert sich also jeden Tag von Goldman Sachs.
mit der Kennnummer GA02X6. GA02X6. Es gibt keinen Grund für mich, irgendwie tiefer zu gehen, weil wenn wir das hier rausnehmen, und ich muss davon ausgehen, dass diese Option genockt wird, ich muss einfach den Worst Case annehmen, wenn wir hier drunter gehen, unter die 1275, muss ich auch weiter davon ausgehen, dass wir die 1250 haben, um die 200-Tage-Linie herum. Jetzt schauen wir mal nach dem Put. Den muss ich mir suchen, oberhalb von diesem letzten Zwischenhoch hier. Aber das ist 13,30 mit ein bisschen Abstand. Damit nehme ich den Hebel aber auch runter. Da haben wir noch einen. Das ist in diesem Fall nur ein 33er Hebel. Ebenfalls Open End Schein, ebenfalls von Goldman Sachs mit der Basis 1328,60 im Moment. Liegen wir also etwas hier hinter, auch oberhalb des oberen Bandes. Das ist für den Fall, dass wir wirklich die 1275 per Schlusskurs unterbieten, weil ich dann davon ausgehe, okay, dann legen wir vielleicht nochmal 25 Punkte nach unten drauf. Das ist die GA4 AUA. Passend. GA4 AUA. Wie gesagt, rund um 36er Hebel. Ich kaufe weder den einen noch den anderen. Für mich ist dieser Bereich hier zwischen 1275 und 1283 ist für mich eine Unterstützung. Positiver werde ich erst, entweder wenn die Technik hier dreht. Das könnte passieren, wenn wir jetzt 2-3 Tage hier noch seitwärts gehen und dann leicht oben schließen mit einer weißen Kerze. Oder wenn wir direkt rüber gehen über die 1295. Aber das kann sehr interessant werden. Ich wünsche euch ein Happy Trading und für die Beute. Bye, bye.